Herzlich willkommen zurück zur 33. Folge von Wolfenstein. Wir stehen immer noch hier vor der Tür und haben hier uns schon, ich hoffe mal, relativ weit durchgeboxt. Ich möchte am liebsten gar nicht den Hebel umlegen, weil ich schätze mal, den muss ich so lange festhalten, bis das Tor wieder runtergeht. Also hinter mir ist dann die Tür zu. Na gut, dann wollen wir mal. Robotik und pneumatische Forschung. Wo sind wir hier? Was genau geht hier ab? Das ist irgendwie gruselig. Ich darf mal keine Fotos machen, kann ich mir vorstellen. Oh Gott. Ob wir uns hier nur anschleichen müssen oder ob die auf uns warten. Okay, wir haben schon auf jeden Fall hier ein Aufladegerät. Ich will echt nicht wissen, was der hier rum experimentiert. Aber so gemütlich sieht das nicht aus. Ach, die Dinger. Die Handymans beziehungsweise die Daddies. Nenne ich sie jetzt mal, weiß ich nicht. Die erinnern mich halt irgendwie stark an die. So, sonst gibt es hier nichts Großartiges. Hier gar nicht hoch. Ich muss da sogar hoch. Na gut. Ach du Scheiße. What? Alter. Ein Geschenk ist kostbarer als alles, was ich mir je hätte träumen können. Darf ich ihn für dich aufschneiden? Ich hab ihn aus meinem Leben.
zu schonen, sich. Warmes Blut, der Geruch. Können Sie sich noch bewegen? Sie haben genug Ziele, um einen ausgewachsenen Elefanten zu leben. Da muss irgendwas mit Ihrem Hirn nicht stimmen. Gute Nacht, Bobby. Du bist die Nächste. Alter, Hans Winkle hieß der. Oh Gott. Also wer es gerne mal durchlesen möchte. Alter. Also du ruhe nicht in Frieden. Okay, ich habe irgendwie noch 20 HP. Die ist eng. Was haben die eigentlich für eine Technologie hier schon gehabt? Dass die Monitore haben und alles. Mich wundert sowieso schon, dass die so solche Monitore alles hatten. Sogar mit Internet wohl und Skype. Arschloch. Du bist der Erste gewesen. Die anderen beiden hole ich mir auch noch. Da lauert der hier oben. Oh Gott. Ich mach jetzt hier keinen Abgang, Jung. Nicht schlapp machen. Noch nicht. Nicht bevor sie in Sicherheit ist. Alter, ich sehe nichts. Hier ist alles überall hell. Na, jetzt geht's. So, dann wollen wir eine Runde Aufzug fahren. Wir drücken einfach alle Knöpfe. Da haben wir das Problem. Der Hubschrauber ist bereit, wenn Sie es sind, Blatt. Sobald Sie mit unseren Leuten aus der Basis raus sind, fliegen wir rein und gabeln Sie auf. Mhm. Das wird garantiert auch einfach. Okay, hier herrscht Ordnung, Zutritt nur für Befugte. Ich glaube, wir sind befugt. Alter. William! Was ist passiert? Du blutest. Nachdem Seth uns aus den Zellen geholt hatte, wollten wir auf eigene Faust ausbrechen. Gut, Sie zu sehen, Blazkowicz. Schön, Sie bei uns zu haben. Wir müssen raus hier, Leute. Lauft, schnell! Lauft! Lauft, schnell! Ja, wartet mal eben kurz. Dieser Fahrstuhl ist nicht mehr der neueste. Beten wir, dass er noch funktioniert. Hier geht's lang. Hey, schön euch zu sehen, Jungs. Und Mädchen. Blazkowicz, hilf mir hoch. Na? Und sonst so? Na gut, ich helfe dir mal. Finden wir. Es muss auf dieser Welt auch noch einen Ort geben, wo man leben kann und wo man glücklich sein kann. Ganz bestimmt. Aber nicht für dich und mich. Was machen Sie denn da drin? Einen alten Freund besuchen? So einen Besuch habe ich wirklich lange nicht mehr bekommen. Thank you.
Ja, ich kenne Sie. Wir sind uns schon begegnet, aber heute ist es sicherlich das letzte Mal. Captain Blaskowitsch. Noch immer am Kämpfen nach all den Jahren. Ich erinnere mich an Ihren Freund. Zu gerne tue ich das. Und wie ist das bei Ihnen? Bei dieser Arbeit ist man leicht anfällig dafür, Mitleid zu empfinden. Wir müssen lernen, dass es nur ein nutzloser Instinkt ist. Völlig unpassend für unseresgleichen. Hoch! Hoch! Auf die Platte! Menschen wie Sie, Ihr Geschäft ist Tod und Zerstörung. Doch bedenken Sie eins: Am Ende werden wir gemessen nicht an dem, was wir zerstört, sondern geschaffen. Fergus. Oh. Begreifen Sie das Wunder darin, die Intelligenz des menschlichen Gehirns zusammengeführt mit der Effizienz und dem Gehorsam der Maschine. Maschinenmensch, säubere den Raum. Oh Gott, Fergus, ich kann Ihnen nicht diesen grausamen Schicksal überlassen. Wieso erkennt Fergus uns nicht? Oder kann er sich jetzt gerade nicht mehr selbst kontrollieren? Los hier raus. Autsch. Hat er eine Waffe für mich? Ich glaube nicht. Fergus. Kollege, tut mir leid. Aber ich musste mich damals entscheiden. Fergus. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Limit erreicht. Von was ist das Limit erreicht? Ich hab hier nichts. Okay, der kann uns erkennen. Aber er kann sich nicht dagegen wehren. Kannst du mir mal ein Loch reinschießen? Guck mal. Ja, das bringt nichts. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Hat er meine Waffe noch irgendwie? Moment. Nee, sehe ich nichts. Scheiße. Ach so. Ah, verdammt. Ich hab's zu spät gesehen. Sorry, Fergus, aber ich komme gleich nochmal wieder.
Komm, spring doch her, du. So. Fergus. Stecken Sie da drin? Was geht? Ich bin gefangen in dieser Drecksmaschine. Beenden Sie es. Bitte. Lassen Sie mich sterben. Wir sehen uns bald, Fergus. An einem besseren Ort. Sie verblüffen mich, Captain, aber Sie machen mir keine Angst. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ah, wie prometheus stehle ich das Feuer von den Göttern! Thors Hammer ist mein Schild! Wundervoll! Ich möchte doch wieder das Auge von London haben. Wie kriege ich den Blatt? Ich weiß es nicht. Sie wollen mich schwächen, aber mein Ziel zieht seine Kraft aus dem Sturm, direkt aus Asgard. Ist der Ding da kaputt? Hilfe. Okay. Ich glaube, ich muss hier ein paar andere Sachen anwenden, wie es aussieht. Davor lade ich nochmal auf. Ich glaube, so komme ich nicht durch. Ändere mal den Modus hier. Oh oh. So, wo komme ich hier hin? Hier ist nichts. So ist hier nichts. Hier ist doch was. Wie komme ich da ran? So. Mach schon mal einen weg. Oh. Musst du gerade sagen, du Arschloch. Warte, ich hab 200 HP. Ja, noch. Da sollten die anderen jetzt auch mal langsam vom Board gehen. So, und hoch mit dem... egal. Muss reichen. So. Ja, und jetzt? Ah, da komme ich nicht hin. Okay, der Ding ist da oben irgendwie am Glühen. Inwiefern das jetzt weiterhilft, weiß ich nicht. Möchtest du mir jetzt die Löcher reinschießen? Mach das schon. Ja, danke schön auch. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht. Scheiße. Nein. Nein, nicht nochmal von vorne. Ach Gott, nein, wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe mich gerade über 200 HP gefreut, aber mal dich null. Scheiße. Ein ab. Boah, das Ding da rum.
BHP, nimm die HP doch mit. So, jetzt lauf, Jung, lauf. So, und weg damit. Verdammt, ich bin draußen. Oh, oh. Gibt's denn irgendwo HP? Ich suche gerade mal eben kurz HP. Ich suche HP. Alter. Aber guck doch mal weg. Das interessiert den nicht, das ist ja das Schlimme. Aber mein Schild zieht seine Kraft aus den Knochen. Aus Asgard. Aus Asgard. Mir ist klar. Ich bin noch ein paar Mal durchgelaufen, verdammt. Oh Moment, hier gab's ja HP. Hier gab's HP. Hoffe ich mal zumindest, bitte lass jetzt HP gehen. Gut. Jetzt muss ich den Weg zweimal laufen hier. Lauf, Junge, lauf! Okay, die HP lassen wir noch liegen. So. Ja, komm, und weg damit. Die HP nehmen. Da keine Ahnung haben, was ich machen muss. Fang das Ding. Weiß ich nicht, was ich gerade machen will. Gibt's hier irgendwas? Rüstungsverbesserung, Aufnahmen. Ach, die Dinger gab's ja auch noch. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Jetzt ist es vorbei, für alle Mal. Ja, toll. Oh, war nicht gut, ich sollte nicht auf den Zulauf gehen. Nein. Du. Naja, aus Asgard, ich weiß. Du bist ein Arschloch. Oh, oh. Und der B? So, pass auf. Okay, die beiden Schritte kennen wir ja schon. Hier komme ich echt nicht hochgesprungen. So. Na komm. Weg damit. So, hier oben kann er uns auf jeden Fall erstmal nicht treffen. Was kann ich jetzt machen? So, so kann ich Zeit rausholen. Ja, jetzt ist er erstmal beschäftigt. Jetzt fängt er gleich da oben auf jeden Fall an zu leuchten. So. Kann ich dem jetzt Schaden zufügen?
ich wüsste nicht wie. Komme ich da oben irgendwie hin? Naja, ich kann auf jeden Fall Schaden zufügen. Aber nicht wirklich viel. Gibt es eine Aufladestation? Ne, komme ich nicht hoch, ne? Da komme ich auch nicht rein, schade. Auf jeden Fall ist der komisch schon mal am pulsieren. Auch mit dem Scheiß. Was denn jetzt? Was macht der da? General, noch bevor dieser Tag vorüber ist, werden Sie mein Messer an Ihrem Hals spüren und aufgeben. Da hat er wohl Bumm gemacht. Alter Schwede. Boah, jetzt verstehe ich erstmal, was mit der Maschine am Anfang war. In der Folge Doc 3 war das gewesen, weil es die komischen Leichen da so hingen auf den Tischen und wo der Rücken halt aufgeschnitten war. Und jetzt verstehe ich erstmal, was dieser kranke Mensch da gemacht hat und wie wir jetzt gegen unseren Kollegen noch kämpfen mussten und wie wir den jetzt noch befreit hatten. Boah, also ich hoffe mal jetzt wirklich, dass der Totenkopf tot ist. Also der Bubi ist es zumindest und die Engels hat es gesehen. Naja, und die Engels werden wir dann wohl als nächstes einen Besuch abstatten und die wird sich bestimmt freuen, also ich freue mich drauf. Na gut, wir konnten auf jeden Fall noch alle jetzt befreien. Ich hoffe mal, dass denen alle gut geht. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir von der Burg runterkommen. Einmal schauen, ob der Totenkopf noch lebt, was ich nicht hoffe. Und da würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Wolfenstein wieder. Ich bedanke mich fürs Vorbeischauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen bei Wolfenstein wieder dabei wärt. Bis morgen.